Hallo, ich bin die Sabine. Ich arbeite im Nationalpark Berchtesgaden und bin da unter anderem für die Betreuung der Commerzbank Umweltpraktikanten zuständig. Im Sommer findet das Praktikum statt und man kann sich jetzt bis Mitte Januar bewerben. Ich freue mich auf die Bewerbungen und bin super gespannt aufs nächste Jahr. Das Besondere am Commerzbank Umweltpraktikum ist, dass es jungen Studierenden ermöglicht, ein Praktikum in einem Schutzgebiet zu machen. Und hier ist man fachlich super betreut. Man erlebt unglaubliche Naturerlebnisse in dem jeweiligen Schutzgebiet. Und es öffnet auch ein Stück weit Türen für das spätere Berufsleben. Vor 30 Jahren entstand das Commerzbank Umweltpraktikum. Ziel war hier und Aufgabe war schon immer, die Natur zu schützen und vor allem die Lebensgrundlage für die Menschen zu schaffen. Bei dieser Initiative übernehmen die Nationalparks die inhaltliche Betreuung und wir als Commerzbank organisieren die finanziellen Mittel und die Organisation. Hi, ich bin Torben. Ich habe 2018 das Umweltpraktikum gemacht. Vor allem, weil ich Kinder und Jugendlichen die Natur näher bringen wollte. Wir haben Führung gegeben für Kinder und Jugendliche in den Tälern des Nationalparks. Bei den Führungen haben wir zusammen mit den Kindern die Natur entdeckt und erforscht, vor allem zum Thema Wasser oder Geologie. Bei der Wasserführung hier im Wimbachtal zum Beispiel dürfen Kinder und Jugendliche auch ganz aktiv die Natur erforschen. Zum Beispiel, indem sie hier in dem kleinen Gebirgsbach nach Wassertieren suchen. Wassertiere suchen geht so, man sucht sich einen kleinen Bachlauf, ist ausgerüstet mit einer Becherlupe und einem Pinsel und sucht unter den Steinen nach den Insektenlarven. Ich zeige dir jetzt mal kurz, wo du dich bewerben kannst. Du gehst einfach auf www.umweltpraktikum.com und hier unter dem Menü findet man den Punkt Bewerbung. Ja, und da kann man sich dann einfach durchklicken. Hier sind einmal die Infos und dann geht's ab zum Bewerbungsformular.